Herzlich willkommen bei Allfall Game und heute erkläre ich euch ganz simples Tutorial, wie man in FIFA 14 die neuen bzw. die alten Schuhe von FIFA 13 reinpatchen kann. Das geht eigentlich ganz simpel, dafür braucht ihr zwei Programme, einmal den FIFA 14 i68 Regenerator 4.0. Ganz wichtig natürlich, dass der FIFA 14 Regenerator ist und nicht der FIFA 13 Regenerator. Und das zweite Programm ist der DBM 12. Beide Links werden natürlich in der Infobox drin sein. So. Den Regenerator machen wir mal als erstes. Und zwar, wenn ihr den heruntergeladen habt, dann müsst ihr ihn bei Programme, also ich habe jetzt so die Standardeinstellung, ich weiß nicht, wo er bei euch gespeichert ist, also der FIFA-Ordner, aber bei mir ist jetzt Programme, Origin Games, FIFA 14 und dann auf dem Game-Ordner. Hier könnt ihr dann, müsst ihr den Regenerator dann reinziehen und der müsste dann hier unter dieser Data X sein. Wenn ihr da noch andere Kommentator-Dinge habt, wie ich hier zum Beispiel den englischen Kommentator, dann ist er halt da eingereiht. Aber es ist eigentlich eher unwichtig, wo er eingereiht ist. Hauptsache er ist in dem Game-Ordner. So, den brauchen wir natürlich jetzt als erstes noch nicht. Darauf werde ich nochmal zurückkommen. Wir gehen jetzt natürlich als erstes mal auf den DBM 12. Den öffnet ihr. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Dann geht ihr oben links auf File, Open DB. Müsst ihr einmal die Meta auswählen und die DB. So, dann lädt es hier unten kurz durch. Und hier sind dann die ganzen Sachen. Und ihr müsst auf Player Boots. Das ist hier. Dann seht ihr ganz viele IDs und oben die Bedeutungen. Ihr müsst suchen nach Is Available in Store. Diese Spalte ist wichtig für uns. Die restlichen solltet ihr am liebsten nichts ändern, einfach nur diese Spalte. So, da werden jetzt bei euch wahrscheinlich ein paar Nullen dabei sein. Die werdet ihr jetzt einfach alle überschreiben, indem ihr einfach überall Einsen eingibt, bis ganz nach unten. Es ist ein bisschen mühsam, weil du jedes Kästchen einzeln, glaube ich, eingeben musst, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr dies fertig habt, geht ihr einfach auf File und Save. Wenn ihr die speichert, kann es ein bisschen lange dauern, also nicht wundern. Dann wird hier unten links angezeigt, wie weit ihr schon mit dem Speichern fertig seid. Wie weit ihr mit dem Speichern schon seid. Und bevor ihr noch nicht fertig seid, würde ich euch empfehlen, nicht auf dem Programm rumzuklicken, weil es währenddessen vielleicht abstürzen kann und ihr dann nochmal von vorne die ganzen IDs eingeben dürft. So, wenn ihr das gespeichert habt, könnt ihr das Programm schließen. Und wir kommen jetzt zum Regenerator. Den öffnet ihr als Administrator. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster. Da ist dann die Sprache auf Italienisch gestellt, aber ihr könnt mit einem Klick einfach auf Englisch stellen. So, die Felder hier werden wahrscheinlich bei euch nicht alle grün sein. Das müsst ihr ändern, indem ihr einfach draufklickt und somit wird dann die Farbe in grün geändert. Also alle Felder auf grün stellen, außer extra. Das kannst du nicht ändern, das bleibt einfach weiß. Und hier brauchst du nichts ändern. Aber falls bei euch wirklich irgendwas anderes ausgewählt sein sollte, dann nehmt ihr Take Care of Edited Files. So, wenn ihr das alles erledigt habt, dann geht ihr auf Go, lasst den Regenerator durchlaufen. Kann ein bisschen dauern, weil er die ganzen Data-Dateien hier umändern muss. Und wenn ihr dann fertig seid, geht ihr auf Exit. Sieht ein bisschen komisch aus, wie sich das Programm schließt, aber ich kann euch versichern, da passiert nichts, außer dass die Database geändert wird. So, gebannt werdet ihr natürlich auch nicht und das war's eigentlich. Ansonsten gibt es dazu nichts mehr zu sagen. Außer, ich habe noch ein paar Schuhe, die mit Modding reingepackt wurden. Das bedeutet, man kann sie nicht sehen. Also andere Leute sehen sie nicht, ich aber schon. Die Schuhe, die jetzt reingepatcht wurden mit dem Database Manager 12, die sieht jeder, weil die in FIFA enthalten sind, bloß nicht freigelegt wurden. Wir legen sie einfach kurz frei damit und ihr könnt dann für den Virtual Pro bzw. für den normalen Spieler die Schuhe auswählen.
Es werden trotzdem nicht alle freigeschaltet, weil EA einfach sagt, ein paar Schuhe, die kann man nicht freischalten für den Virtual Pro. Und wir haben da auch keine Lösung bis jetzt gefunden. Und ich schätze auch, dass es das nicht geht, aber ansonsten hast du halt eine größere Auswahl. Ich glaube sogar über 60 Schuhe. Ich hoffe, ich konnte euch gut mit dem Video helfen. Lasst doch einfach einen Daumen da. Falls irgendein paar Freunde ihr habt, die das nicht wissen, wie das geht, teilt doch mal das Video. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich hiermit. Haut rein, bis zum nächsten Mal.